Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Survivor 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, immer Montag, Mittwoch und Freitag 16 Uhr erwartet euch eine Folge. Lasst gerne das Däumchen da. Wir würden uns sehr freuen. Und unser Simon ist auch wieder zurück. Wie war die Berufsschule, Mensch? Ja, war ganz gut. Ich habe ganz viel gelernt, Landwirt. Ja, lass mal hören. Jetzt will ich aber mal wissen, was ihr so Schönes da in der Berufsschule gemacht habt. Ja, also da ging es viel um Boden und dass man so wenig Bodenbearbeitung machen soll, wie es geht. Und Precision Farming auch? Ja, das auch. Also so Düngen, also verschiedenes Düngen auf verschiedenen Bereichen? Ja, so, dass man Applikationskarten erstellt, genau, und danach sieht, wie viel Düngerbedarf der Boden hat. Genau. Schön. Ja, perfekt. Na, da hast du ja eine spannende Woche. Ja, wenn ihr Lust habt, können wir das hier ja auch mal umsetzen irgendwann. Na klar, das müssen wir sogar machen. Ja. Das müssen wir sogar machen, auf jeden Fall, definitiv. Guck mal, was bei uns Neues geliefert worden ist. Du kannst dich ja noch dran erinnern, wir waren da einkaufen gewesen. Ja, ja, der Osten, also wir haben jetzt, cool, zwei Drescher. Genau, das ist alles schon geliefert worden. Perfekt, ne? Schön. So, ansonsten hier unsere neue Biogasanlage ist auch aufgebaut, wenn du möchtest. Ja. Kannst du auch gerne ein paar Löffelchen reinhauen. Die muss nämlich laufen. Die muss auf jeden Fall erstmal Geld erwirtschaften, dass wir hier gut vorankommen. Okay, ja, dann, da, ja. Was habt ihr denn hier noch für einen Masten aufgestellt? Den Mast hier? Ja. Das ist ein Funkmast unter anderem, der auch für der Vitus hat bei uns Kameras angebracht. Ah, okay. Ja, der hat Kameras angebracht, aber erzähl das keinem, das ist, ne? Wir haben vorne, wo die Oldtimer sind, in der Halle, in der abgeschlossenen, wo schon mal aufgebrochen wurde, da haben wir Kameras. Und das Neueste weißt du noch gar nicht. Hier war eine... Ach, nee. Simon, ich kann das auch nicht mehr. Irgendeiner will mir meine Oldtimer wegnehmen, Simon. Echt? Hallo. Ach, Albrecht, du bist ja auch wieder zurück, Mensch. Ja, endlich, du. Ja, das war also wie gesagt, irgendeiner, der will ja meine Oldtimer wegnehmen. Und das sind die vom Eduard. Und ich sag dir, ich pack das nicht. Ich sind zwei Stück weg jetzt. Simon, zwei. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist schon wieder einer weg? Der Lieutenant hat mir angeboten, weil ja auch so ein Oldtimer-Fable ist und weil er ja in Reserve ist oder in Pension ist oder was auch immer, hat er mir ja angeboten, weil der gerne schraubt, den einen, der vom LKW gefallen ist, beim Transport wieder zu restaurieren. Ich erinnere mich, ja. Genau, da waren die ganzen Lackschäden und alles dran, so. Und dann kam hier so eine Tante vorbei, die habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Und die hat gesagt, ja, sie kommt ja vom Lieutenant Dan. Noch dazu hat der Dings hier, der Ernst, hat die hergebracht, der hat die aufgelesen irgendwo, die hat gefragt, wo der Hof hier ist, er hat halt angeboten, sie hierher zu fahren. So, und hat gesagt, sie will für den Dan, für den Leutnant, weil sie auch bei ihm am Hof war, ne, diesen Oldtimer abholen. Und da habe ich die losgeschickt, habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, habe mir nichts dabei gedacht. Ja, paar Stunden später steht der Dan bei mir auf der Matte. Und gerade mal, was er holen wollte. Sag's nicht. Der wollte den Oldtimer holen. Da habe ich gesagt, er hat deine Kollegin schon geholt. Er sagt, er hat keine. Quatsch. Wie vom Erdboden verschluckt, oder was? Weg. Das gibt's auch gar nicht. Nee, das gibt's auch nicht, ganz ehrlich. Ich wäre auch so langsam fuchtelig. Ich habe da vorne jetzt die Kameras einbauen lassen, ne? Vitus war da gewesen. Hier ist noch der große Funkmast unter anderem. Und ich sag dir, ich... Keine Ahnung, wir müssen auch wirklich auf unsere Biogasanlage aufpassen. Die ist jetzt neu. Du weißt alles recht. Schon. Ja. Ey, ich sag dir, die ist kleiner. Sieht gut aus. Effektiver, moderner, alles. Also die hatten einen Fermentierer des Todes, total effektiv und generell, also die hat mehr Leistung wie die alte und ist bedeutend kompakter und das ist eine feine Sache, finde ich. Super, da sieht man den Fortschritt, hier geht's voran. Das ist wichtig, genau, da sieht man auch den Fortschritt. Also wichtig ist aber auch, dass da oben anstelle der 0 irgendeine Zahl steht. Ja. Na? Oh, dann. Da kann ich mich gern drum kümmern. Wenn du willst, nimm den Teleskoplader, der hat eine schöne große Schaufel vorne dran. Ja. Dann können wir... Wow. Was war das denn? Was? Ich seh's auch gerade. Oh nein, komm, lass schnell hingehen. Das ist wieder Kino erste Klasse.
Hol mal den Teleskop, Leute, vielleicht kann ich dir helfen. Na klar. Anton! Anton! Ja, was gibt's da, Schiebe? Ich bin ja gerade voll beschäftigt. Was machst du? Wow, was macht ihr? Ich schiebe ihn. Das geht. Wart ihr schon mal im Ziel? Warum fahren Leute in unserem Silo rum, die keine Ahnung davon haben? Ja, ich kann Ihnen sagen, Herr Schiebe, das hat Nerven gekostet. Und ja, das hat mehr wie Nerven gekostet. Ernst? Anton, danke dir. Ja, hi. Mensch, sag doch was, wenn einer das hier abladen soll. Das ist eine hochkomplizierte Geschichte mit so einem Silo. Da kann man nicht einfach reindonnern. Nee, das haben wir schon dreimal gemacht, hat nur gut funktioniert. Jetzt auf einmal nicht mehr. Na, der muss hier erstmal ein bisschen geschoben und verdichtet werden. Da bleibt mal ratzfatz drin stecken hier bei dem weichen das Zeug. Das habe ich jetzt gemerkt, genau. Ja, ich werde das jetzt mal verdichten. Ja, mach mal dicht, ey. Ohne Witz jetzt. Willst du ja vielleicht mal ein bisschen was mit Gewicht noch dran machen, vorne und hinten? Wir haben noch wissen Gewicht. Sie, was wir noch gebrauchen könnten, Herr Schiebe, wenn Sie sich einmal so in Shopping-Waren ziehen oder so, ne? Wir könnten noch einen Silo-Verteiler gebrauchen. Was sehen Sie da? Teilt dann alles. Das schleudert dann alles so. Oh. Es ist ja. Also Kameraden. Also, das ist jetzt, ja. Herr Schiebe, warten Sie doch mal. Bleiben Sie doch mal stehen. Anton, mir reicht eigentlich das frische Häckselgut. Ich brauch's nicht noch frischer im Gesicht. Was meinst du denn jetzt damit? Ich meine, naja, du gehst immer auf Tiefkühlung zum 100. Mal. So, pass auf. Anton? Anton? Ja, Schiebe, ich brauche einen Silo-Verteiler. Ja, wenn Albrecht nichts dagegen hat, dann ruf doch, geh doch bitte eigenständig zum Händler und bestell doch einen. Was hat er? Wie, was hat er? Bestell doch bitte eigenmächtig einen, du weißt doch, was du für einen brauchst. Und wenn wir einen benötigen, dann bestell doch einen beim Händler, bitte. Albrecht, darf ich das? Ja, wir müssten aber auch noch die letzte Bestellung bezahlen. Oh, ja, stimmt. Die sei auch noch gar nicht in die Rechnung. Dann wird's ein bisschen eng aktuell, aber ich kann ja mal ein bisschen Geld eintreiben gehen. Ich glaube, der Silo-Verteiler, der ist auch nicht sehr teuer. Das ist ja nicht nur die Walze. Ja, denke ich auch. Genau. Darf ich mir den heute holen und dann weiß ich, darf ich mir den bestellen? Naja, du kannst ihn gerne bestellen und kannst ihn abholen, das kannst du machen. Ja, aber wichtig ist, dass das Silo hier zeitnah verdichtet wird, dass wir es abdecken können. Ja, sofort. Ja, Anton, dann komm. Feuer und Flamme. Anton, danke mal. So, gut. Ernst, deine Felder sind fertig, wie ich sehe. Genau, genau, genau. Ah, der Hexer steht auch schon wieder auf dem Hof, perfekt. Super, dann hat ja alles klasse geklappt. Da müsstest du, könntest du mit Albrecht, ach so, Albrecht, ich hatte... Ist das noch ein Auftrag, den ich noch nicht kenne wahrscheinlich? Ja, der Ernst, der hatte uns angeboten, seinen Mais zu häckseln und direkt für uns, für unsere Biogasanlage als Silage zu verwenden. Er hat gesagt, der Ernst wollte uns einen guten Preis machen und alles und ja. Müsst ihr nur sagen, was ihr fürs Häckseln bekommt, weil also jetzt nur rein für das Häckselgut würde ich knappe 10.000 bekommen. Waren ungefähr knappe 86.000 Liter. Okay. Ja, super, für 6 bekommen wir 15.000, dann bist du uns auf 5.000 schuldig, dann passt das ja. ja, das klingt gut. Welche guck mal, du hast dein Mais los. Das ist aber eine Hälfte, sagen wir 5.000, das doch, passt das. Aber das ist doch ein gutes Geschäft, du hast dein Mais los und 5.000. ja, bezahlt, richtig, ja. Gute Idee. Also so wirtschaftet man auf jeden Fall auch mal für die Steuer, ja? Wenn man zu viele Einnahmen hat, dann kann man so auch mal so wirtschaften. Ja, genau. Wer lang hat, lässt lang hängen. Ja, genau, also Ende des Jahres muss man auch immer mal was für die Steuer noch tun, dass ein bisschen rauskommt, das gute Geld. Nee, aber wie gesagt, dann macht ihr einen Preis und Albrecht. Also, du weißt eine 5, dann passt das. Dann bin ich zufrieden, weil ich brauche den Mais eh nicht, hat ihr gesagt. Oh, das ist ja super. Und dann kriegt ihr 5 fürs Häckseln für die beiden Felder und ich krieg 5 für mein Häckselgut und dann ist es, passt das. Klingt fair, Albrecht, oder? Dann wären wir pari, wenn du 5 kriegst und wir. Nee, ich würde. Da ist ja wieder 0. ja, ernst, ey, komm, Mensch, ey, mit dir Geschäfte immer wieder. Ja, ich merke das schon hier. Ist immer noch ein Schild für Basar, glaube ich, machen, nee, oder? Steh gestanden! Können wir, glaube ich, machen, da brauche ich gar nicht groß rumrechnen. Das haben Sie mir nicht zu sagen. Ich wollte ja nicht vorbei. Sie sind hier der Rekrut. Ich bin gar nicht. Gut, perfekt. Nee, ernst, aber wir würden auch gerne wieder helfen, wenn du was hast, ne, sag immer gerne Bescheid. Du siehst ja, unsere Ausstattung wird ja auch immer besser. Ich habe Aufträge für euch, also... Okay, was hast du? Weißt du schon, was ist, in welche Richtung es gehen wird? Also müssen wir mal gucken. Ich hatte auf einem Feld bei mir sogar mal so Karotten angesät. Oh! Aber ich hatte schon mit Anton gesprochen und sagte, die Erntefahrzeuge hättet ihr noch nicht. Und auch der Händler ist wohl gerade dabei, das eventuell zu organisieren.
Ja. Weil unsere Birkenstock-Armee braucht immer Möhren, für was auch immer. Dann dachte ich mir, in die Lücke presche ich mal rein und vielleicht nehmen sie mir die alle ab. Ach, nicht ein Produkt. Ja. Ja, Tee kann man da aber nicht draus machen, oder? Nee, Möhrentee. Aber bei Möhren, ey, bitte tu mir einen Gefallen. Ja. Pass auf, dass die Dings nicht bei dir auf den Feldern rumschlingen, hier die Biobauern. Die stecken nämlich gerne die Möhrchen in den Auspuff. Ja, die wollten ja kaufen bei mir. Die wollen die Möhren kaufen? Ja. Das kannst du nicht machen. Die landen alle in unserem Auspuff. Ernsthaft? Die sind völlig irre. Okay. Lange sie bei einer 5 cm dicken Möhre in einen 12 cm dicken Auspuff versuchen reinzustecken, ist ja alles in Ordnung. Ja, und da muss ich natürlich mal... Hast du Erfahrung? Naja, auf jeden Fall, Lieutenant, was machen Sie denn hier? Ja, ich wollte zu dir, Landbert. Erzähl mal. Ich hab dir da was mitgebracht, komm mal mit. Du hast mir was mit... Oh Gott, was ist... Ich hoffe, ich es ist keine... Mit, ne? Was ist eine Vierlingsflagge aus dem Zweiten Weltkrieg? Nein, ist keine Vierlingsflagge und ist auch keine 44er. Okay. Hier, nimm mal das hier. Okay. Du hättest ja auf meine Trecker auch aufpassen können, das ist ein Nachtsichtgerät, falls heute Nacht mal wer kommt. Ein Nachtsichtgerät? Ja, das hatte ich noch, liegen, das ist mal vom LKW gefallen, das funktioniert. Okay, ja super, Nachtsichtgerät. Das wollte ich schon immer mal haben, vielleicht kann ich ja, da kann ich ja abends, ohne das Licht anzumachen, ein Buch lesen im Bett. Ja, das geht auch. Ist ja genial. Das hätte man, weißt du, wann man das gebraucht hätte? Wo ich noch jung war, bei dem Gameboy, wo es noch kein Licht dran gab. Das wäre super gewesen. Hätte man auch abends spielen können. So musste man immer gucken, ne? Aber da gab es so einen Aufsatz, den konnte man so drauf machen mit Batterien drin, ein übelst klobiges Ding, und der hat dann nach Licht gemacht. Da konnte man mit dem Gameboy quasi abends spielen. Ja, ohne dass die Eltern dich erwischt haben, oder? Ja, muss halt dann ganz schnell zack, Bettdecke. Oder hast direkt unter der Bettdecke gespielt. Ging natürlich auch. Aber ich will ja nicht alle meine Tricks verraten. Na gut, Lieutenant, Dankeschön, vielen Dank. Werde ich mal ausprobieren. Das scheint eine ganz witzige Sache zu sein. Kein Problem. Gut. Ja, pass auf die Bio-Heinis da auf. Sag mal, hast du. Ja? Ja? Was hab ich? Hast du nochmal was gehört wegen dieser Tante, die da hier bei mir auf dem Hof war und den Drecker mitgenommen hat? Hast du da irgendwie schon neue Erkenntnisse irgendwie finden können? Nee, leider nicht. Ich habe mich mal selber umgehört. Hier auch. Es gibt hier wohl eine Clara Schwarz, oder? Hast du ja gesagt, hieß die. Im Ort, die ist aber irgendwie 85 oder 90 Jahre alt. Ich glaube, die war das nicht. Nee, die war auf jeden Fall nicht so alt. Die ist hier in so einem Pflegeheim. Scheiße, ey. Ich glaube, die war das nicht, aber das wird wahrscheinlich der Vitus dir schon gesagt haben. Naja. Nee, gut, alles klar, denn dann können wir nur hoffen, dass der irgendwie gefunden wird. Oh Mann. Aber dein spuckender Kollege, dein feuchter Kollege. Kann nur Anton sein. Genau, der Anton. Der hat doch auch ein bisschen zu nah an der Wand geschaukelt, oder? Warum? Ja, so ein Schiebeschild, darf ich das bitte kaufen? Der... Ach so. Ja, der fragt, hallo, er ist angestellt. Er muss schon ist, mal... ist ein netter Mensch, ist auch zuvorkommend, aber manchmal ist er ein bisschen langsam beim Denken. Ja, aber er macht einen sehr guten Job, also ist ein toller Arbeiter. Ist wirklich ein toller... Ja, doch, wirklich. Das freut mich zu hören, dann hätte ich auch gleich einen Vorschlag. Ja, was denn? Hast du dein Handy hier? Ja. Guck mal auf die Landkarte. Ja. Siehst du das Feld 44 und das Feld 18? 44 und 18. Warte kurz. Palimpa. Die sind oben beim Ernst nebenan. Beim Ernst? Bin ich blind? 44? Ja, was ist denn mit den Feldern? Erzähl schon mal, während ich suche. Ja, die 44 habe ich gekauft und die 18 ja auch. Ja, habe ich. Ich wollte mal so ein bisschen Heu machen früher. Aber ich habe da keine Zeit für, leider. Heu machen, okay. Genau. Könnt ihr mir die 18 mähen und da Heu rausmachen? Und die 18 untergrubbern? Und da auch Rasen drauf pflanzen, Gras drauf pflanzen, um da Heu zu machen? Also jetzt notier dich mal kurz. Die 44 mähen und Heu nehme ich an und die 18 untergrubbern. Untergrubbern, Gras drauf. Mähen dann später. Naja, weil später ist es egal. Untergruppern und ansehen mit Gras, ja. Genau. Wenn er das was drauf ist, wenn er das haben wollt, dann könnt er das haben, dann mäht euch das ab. Oh, okay. Das glaube ich, weiß nicht, als ich das gekauft habe, das ist erst vor kurzem gewesen, ja. Irgendwie Raps drauf. Und das könnten wir bekommen? Ja, das kannst du haben. Du passt ja auch auf meine Trecker gut auf, aber da darf keiner wegkommen, ne? Nein, gut, machen wir so, alles klar. Perfekt, danke dir. Dann sehen wir uns die Tage. Bis dahin, ja, danke dir. Ciao. Bis denn. Ciao denn. Oh, hier die... Ah, perfekt, da hat er die Silhouette. Oh, die passt ja genau hier rein, Mensch.
Anton, und das ist ja genau unsere Breite. Ja, das funktioniert wunderbar. Ich muss gar nicht viel korrigieren. Mensch, das ist wie früher mit Flugzeugen. Das war mal schön. Ja, aber ich würde es trotzdem bevorzugen, Anton, wenn du vorne noch ein Gewicht dranhängen würdest. Ja, das würden Sie bevorzugen, aber ich nicht. Naja, aber was würdest du das bitte machen, um dass wir mehr verdichten können? Ja, aber ich bin ja jetzt schon bei 50% Verdichtung. Möchtest du jetzt mit mir diskutieren oder möchtest du jetzt das Gewicht dranhängen? Ja, eigentlich wollte ich arbeiten. Ja, dann häng bitte das Gewicht dran, Anton, ja? Alles klar. Gut, danke. Kann ich mal. Der Anton. Herrlich. So, super, der ist auch schon gereinigt. Das passt ja perfekt. Haben wir keinen Drecker, der ein bisschen mehr auf die Waage bringt? Nee, den 7er. Was haben wir hier noch? Auch den 700er. Okay, perfekt. Simon ist fleißig an der Biogasanlage. Ja, das passt ja auch super. Dann brauche ich ja eigentlich nur Albrecht nochmal Bescheid sagen. Und Simon, macht Spaß? Ja, ist ganz toll. Der ist gut, oder? Wenn man sieht, zack, ja, wie das da läuft, finde ich klasse. Okay, dann super. Dann will ich dich gar nicht aufhalten. Das hat er schon rein hier. Ach du Scheiße. Die schluckt ja mehr wie Anton spuckt. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, dann rufe ich Albrecht noch einmal ganz kurz an und gebe dir mal ein paar Hinweise schon mal, was wir jetzt alles noch auf der Matte stehen haben und könnte mich ja eigentlich losmachen und könnte schon mal mähen. Leitner. Anton, Albrecht, grüß dich. So, pass auf. Ja. Folgendes, und zwar, ich habe einen Auftrag reinbekommen. Wir können super, das Feld. Ich auch. Echt? Ja. Erzähl mal, was hast du Schönes? Für die Hummels. Zwei Felder. Einmal düngen und Unkraut spritzen. Oh, super. Ey, weißt du was? Ich finde das. Ja? Ich finde, dass wir richtig gut uns hier einarbeiten. Ist krass, wie das läuft, oder? Ich find's klasse, ey. Das wird auch super angenommen. Also wir haben bis jetzt anscheinend auch echt einen guten Job gemacht. Also natürlich mit Simon und Anton, ne? Also ich würde sagen, bin froh, dass die zwei mit da sind, ganz ehrlich. Ja, die reißen einiges. Finde ich klasse. Anton ist... du hättest dabei sein sollen. Ah, habe ich ja auch noch nicht erzählt. Was ist passiert? Pass auf, erstmal, ich habe den Auftrag bekommen vom Leutnant. Ja. Oder Lieutenant oder was auch immer mal war. Vielleicht war der aber auch nur Obergefreiter. Man weiß es ja nicht. Man weiß auch gar nichts. Und den Auftrag bekommen, die 18 zu mähen und Heu draus zu machen. Da würde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Und der hat noch die 44. Da ist Raps drauf, voll erntereif. Der möchte aber alles Gras. Und er hat gesagt, wir könnten den Raps, wenn wir den runterholen, behalten. Und würden dann das Feld umlegen quasi und Gras ansehen. Was soll man dann abrechnen? Ja, weiß ich auch nicht. Na voll. Nein. Die Ernte grubbern und ansehen. Also ich würde sagen, die Ernte machen wir halt kostenlos, logischerweise, weil wir den Raps da behalten können. Aber ansonsten das Umlegen dann und neu ansehen, das würde ich halt abrechnen. Ganz normal, ne? Haben wir eine Direktsaat für hier Dingsbums? Das ist eine gute Frage, ey. Das ist eine gute Frage. Weil dann müsste man eigentlich nur die Ansaat abrechnen. Ja, genau. Gras, Direktsaat. Warte kurz. Ich glaube ja. Doch. Sollte man haben. Ja, ich. Hammer. Die Horsch. Ich schreib das mal auf. Die Horsch müsste Direktsaat sein. Ja, die Horsch ist Direktsaat. Ja, ja. Gut. Und die 18 wäre dann. Was war das? Die 18 ist Gras quasi. Das würde ich jetzt mähen. Ohne Schwartablage und würde dann, dann müsste das noch gezettert werden, das Heu, ne? Wollte erstmal nur Heu, hat jetzt nichts weiter gesagt mit irgendwie noch aufsammeln oder so, keine Ahnung, müsste ich da nochmal erkundigen. Erstmal nur die zwei Arbeitsgänge. Super. Mhm. Okay. Ja, klingt gut. Machen wir so, ne? Ja, genau. Gut, naja. Ansonsten, Albrecht, wie war's gewesen? Ihr wart ja ein paar Tage verreist, war schön. War sehr stressig? Anstrengend, ja, Stress pur. Ehrlich? Ich bin auch echt froh, dass ich wieder da bin. Ehrlich? Ja. Schön. Naja, gut. Hier lief ja alles soweit. Ja, ich bin beeindruckt. Ist eigentlich, die Pappeln haben wir nicht angesät, oder? Nee. Nee.
Das haben wir so teuer gemacht. Ich glaube, der hat das trotzdem. Ja, ich glaube, der hat trotzdem ja gesagt. Der will das. Ja, der will das. Der will das. Ich habe das einfach. Ich habe das einfach totgeschwiegen in der Hoffnung, dass er es vergisst, dass er da Pappeln ansehen wollte. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der hat Pappeln ansehen. Wir können es noch ein bisschen rausschieben. Das ist da, ja, ich würde auch sagen, wir warten, bis er sich meldet, oder? Ja, ja, genau. Hätte ich jetzt gedacht. Nein, das kann man auch nicht bringen. Ja, ja. Wir haben noch Rechnung offen bei dem. Echt? Wir haben eine Rechnung offen? Pass auf, ja, dann. Fürs Grubbern von den Feldern. Ach, die haben wir schon gegrubbert, das ist natürlich blöd. Ey, dann können wir es doch so machen: ja. Wir rechnen das ab und gucken erstmal, ob er was sagt. Vielleicht hat er es ja wirklich vergessen. Oder du sagst. Wir können ja auch die Pappeln ansehen, abrechnen und nicht ansehen. Nein, das ist nicht. Wir sagen einfach, die sind nicht gekommen. Also, die sind nicht aufgegangen, die Pappeln, die sind nicht gewachsen. Das ist echt Mist, aber passiert manchmal. Na nee, gut. Das können wir nicht bringen. Nee. Das können wir nicht bringen. Na gut, aber meine lieben Freunde, mal gucken, wie sich das alles noch entwickeln wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hey, das ist ja Gott verlassen. Ach, ich bin ja auch falsch. In diesem Sinne, wir sehen erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag oder Abend. Ciao.